So, also hier könnte man theoretisch 5 Länder sehen, aber heute ist es so ein bisschen diesig. Und man sieht den Bodensee. Herrlich hier oben. Schönes Lüftchen. Und ich bin hier ganz in der Nähe vom Aussichtspunkt auf einem Parkplatz und habe 3 Stunden Unterricht. Bis dann. So, ich hatte schon die 2. Stunde Unterricht. Ich musste einmal den Parkplatz wechseln in der 1. Stunde, weil der Empfang nicht ausgereicht hat. Und bin zurückgefahren an den Parkplatz, wo ich letzte Nacht war. Und habe jetzt auch ziemlich viel geladen. Von hier aus sieht man teilweise den Bodensee da hinten. Und hier ist Badewasser, theoretisch. Ich könnte hier am Abend herkommen, wenn ich mich traue. Ich kann nicht sicher sein, dass dann da nicht jemand herkommt. Aber vermutlich sehe ich den rechtzeitig, dass ich mich noch anziehen kann. Und ich bin ja dann ein bisschen da unten. Dann sehe ich den nicht rechtzeitig, aber ich höre ihn vermutlich. Naja, ich überlege noch. Ansonsten wäre die andere Möglichkeit in diesem Stückchen Wald da. Einfach so 100 Meter ins Dickicht zu gehen. Mit 2 Flaschen. Habe ich überhaupt noch 2 Flaschen Wasser? Ich glaube, ich muss nachher noch mal zum Friedhof fahren. Ich glaube, mir geht das Wasser schon wieder aus. Vielleicht brauche ich doch 2 5-Liter Kanister und 2 Trinkflaschen. Oh Gott. Immer dieses Organisieren von Dingen. Ja, man hat halt nicht einfach da einen Wasserhahn oder so. Wow. Total super. Vielleicht muss ich wirklich vom Gas gehen. Mein Leben ein bisschen langsamer führen. Entschleunigung. Anstatt so zu rasen wie die Leute auf der Autobahn, die gar nichts sehen vom See. Einfach mal runter von der Autobahn und schön am Parkplatz parken, aussteigen, auf den Hügel hochgehen und gucken. Tja, ich war gerade bei so einem super schönen Aussichtspunkt. Gut, die Fotos sind auch nicht so wahnsinnig toll geworden, weil es so ein bisschen diesig ist. Aber da war das Netz nicht besonders. Deswegen konnte ich da den Unterricht nicht geben. Also bin ich hierher wieder gefahren, wo ich auch übernachtet habe, aber halt nicht da, wo ich im Schatten war, da vorne direkt beim Wald, sondern hier in der Sonne. Und es lädt alles und ja, das geht zum Glück schnell. Also auch, ich war vorher da vorne, nicht weit von dem Teil mit dem Dach da, mit dem Holz. Und da ist jetzt Schatten hingekommen und jetzt bin ich einfach 20 Meter weiter gefahren, habe es wieder aufgebaut. Es geht halt schnell. Das Einzige ist, hier ist es ziemlich laut wegen der Autobahn und fahren auch noch Leute vorbei. Vorher ist so eine Karawane Quatsch vorbeigekommen, da hat man so ein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Naja, ich habe den Unterricht trotzdem unter den erschwerten Bedingungen hinbekommen und ja, ich habe noch nicht wirklich gefrühstückt. Ich hatte eine Latte Macchiato vorher da in der Nähe von Sunrise und einen Apfel. Das war alles. Ich sollte vielleicht mal was essen. Was kommt heute dran? Ah, ich habe noch eine halbe Packung von denen. Nussfruchtmix. Ich kann die Dinger eigentlich schon gar nicht mehr sehen. Ich habe auch nicht wirklich Appetit. Ich habe nur Hunger. Ja, wenn so eine Tüte hat, also 453 Kalorien pro 100 Gramm und das sind 175 Gramm. Also nicht ganz 1000 Kalorien auf jeden Fall. Also nicht mal 900. Das ist eigentlich zu wenig für einen Tag. Also ich sollte doch ab und zu noch was anderes essen. Aber es schaut halt jetzt finanziell auch ganz schön eng aus, dadurch, dass ich diese 150 Euro für mobile Daten verschleudert habe. Es wäre so cool gewesen, wenn ich eine Checkliste gehabt hätte, für was ich tun muss, in dem Moment, wo ich in die Schweiz fahre,
Und da wäre halt nur das drauf gestanden. Aber wo hätte ich die Checkliste hingetan? Ich hätte mir die wahrscheinlich aufs Handschuhfach kleben müssen, außen. Die kommen ja alle auf mich zu. Ein Glück, dass hier ein Zaun ist. Die denken, ich habe was Besonderes für die. Ja, hallo, ihr Süßen. Ja, hallo. Grüezi. Ja, das ist hier viel zu offen. Und der kleine Wald da hinten, wo hinter mir noch Spaziergänger sind, der ist auch zu offen. Und da, wo Dickicht ist, ist es stachelig. Da geht's nicht. Aber da vorne ist ja noch ein Wald, wo ich vorher schon war. Schauen wir mal da. Klar, hier. Wieso sagt ihr mir das nicht? Ich hab doch gerade vorher gesagt, vielleicht hier, wo der Anhänger ist, weil es so ausschaut, als ob da wahrscheinlich kein Mensch reingeht. Schauen wir mal. Wenn das nämlich so sackgassenartig ist oder barzig wird, dann ist das sehr vielversprechend. Jetzt sagt sie schon, das ist so ein, was für ein Käfig ist das, was für perverse Leute leben hier. Aber das ist, ich glaube, dass da die Tiere nicht reinfallen. Und da ist ein kleiner Bach. Ja. Ja. Als wenn ich da ein Stück raufgehen könnte irgendwie. Aber wenn ich dann wieder runterkomme, dann bin ich total, naja. Aber es ist ja warm, von dem her, falls ich hinfalle, ist ja nichts passiert. Weil, selbst wenn ich im Schnee hinfallen würde. Also, aber ich meine, bei Schnee würde man leichter ausrutschen. Abenteuer. Hier ist schon mal jemand gegangen, glaube ich. Jetzt wären die Wanderschuhe wieder besser gewesen. Okay, ich stehe auf der Tasche. Ich glaube, ich mache die Kamera aus, weil ich stelle mich so doof an. Das will sowieso keiner sehen, wie ich hier rauf gehe. Ich glaube, ich gehe hier nicht rauf. Das ist so dermaßen rutschig hier. Wenn ich hier runterkomme, dann haut es mich hin. Und barfuß wird es auch nicht besser sein, oder? Probier mal. Yeah.